Herzlich willkommen zu Micknauf Closing Bell, ja, der DAX, der Markt, die Börse im allabendlichen Übersicht. Ja, der Markt hat sich dann auch relativ gut heute gehalten. 10.286 Punkte gehen wir raus, 0,13%, 13 Punkte im Plus. Na, dafür, dass wir überlegen, dass wir natürlich Feiertag am Donnerstag hatten und Freitag Brückentag und die Schwankungsbreite mal gerade um 50 Punkte ging. Ja, es hätte auch weiter runtergehen können. Aber die Woche war gut für den Leitindex. Alleine am Dienstag haben wir ja schon ordentlich Boden wieder gut gemacht. Da haben wir ja einen klassischen Turnaround Tuesday gesehen. Ja, und seitdem waren die Bullen massiv auf dem Parkett unterwegs und wir haben starke Käuferhände innerhalb des Marktes gehabt, haben ja dann mühelos auch die 200-Tageslinie nach oben durchbrochen und nähern uns aktuell tatsächlich der Marke von 10.300. Und das, obwohl wir ein wirklich gutes Bruttoinlandsprodukt hatten in Amerika. Ja, warum das Ganze? Weil desto besser die Zahlen in Amerika, naja, desto weniger könnte man natürlich auf die Gedanken kommen, dass halt eben vielleicht dann doch im Juni ganz klar die Zinsen angehoben werden. Ja, und Zinsanhebungen mögen ja die Märkte bekanntlich gar nicht. Aber das machte weder heute dem DAX noch dem Dow Jones große Schwierigkeiten. Auch der Dow aktuell bei 17.869 Punkte, also im Plus. Euro zu US-Dollar 1,1137 und das Thema Öl bei 49,27. Schauen wir mal auf die Gewinner, auf die Verlierer. Okay, viel war da heute nicht an Aufschlägen drin. Infineon mit 1,5% auf 13,41. Ja, die Siemens-Aktie mit oben 1% und auch Beiersdorf. Ja, und danach wird es dann schon etwas ruhiger. Aber auch die Verluste waren heute nicht exorbitant. Heidelberger Zement mit 1%, Thyssen mit 0,8% oder Henkel mit 0,5%. Also auch die Abschläge nicht allzu teuer heute. Aber muss man sagen, es war eine gute Woche, jetzt fast schon die letzte Maiwoche. Wir haben zwar nächste Woche noch 2 Tage, ja dann im Mai den Montag und den Dienstag, aber soweit muss man fairerweise sagen, hat sich der Markt doch dann recht positiv entwickelt. Schauen wir mal, ob das tatsächlich weiterhin auch so nach oben läuft. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.